So Leute, weiter geht's in unserem Modding-Projekt. Als erstes wird geöffnet. Unser letztes Projekt. Wir sind ja stehen geblieben bei Kessel. Bei unserem Kessel. So, das Substance hatten wir ja schon exportiert. Jetzt werden wir mal wollten im Painter weitermachen. Genau. Substance Painter. Die Ladezeiten sind manchmal ein bisschen länger wie gewollt. So, wo war das? Haben wir das mal selber durchblicken. Blablabla, wie habe ich das genannt? MKK, bla 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 bla. Ach, Quatsch. Ach, neu. MKKKK. So, das lassen wir so. Gut, können wir dann später kleiner machen. So. Das ist unser Kessel. Wir werden jetzt erstmal schauen. Und das High-Poly-Modell hinzufügen. Um die Normal daraus zu erstellen. Ich mache meistens so, dass ich gar kein zweites Modell in High-Poly mache. Sondern einfach nur das nochmal reinlade. Kann auch manchmal passieren, dass ich am Ende diese Normal Map gar nicht verwende. Weil sie nicht gut aussieht oder weil sie manchmal einfach gar nicht notwendig ist. So, wir wollen eigentlich nur, wir gehen unsere Smart Materialien. Es ist noch nicht da, das dauert manchmal ein bisschen, ehe er das geladen hat. Wir wollen ja mit Eagle Shader das Ganze umsetzen. Ah, das dauert jetzt eine Zeit, da lädt das mal das und dann die anderen. Ja. Ich da. Was machen wir in der Zeit? Warten. Warten und Tee kochen. Jetzt gucke ich mal so lange. Die Texturen. Jetzt überlege ich gerade, wo die Texturen waren. Ah, jetzt geht's weiter. Scheint. Shader Mask dort. Ziehen wir einfach drauf. Und dann dieses wir. Das war's schon, wenn wir bei Vieh das über Vehicle Shader laufen lassen. So, exportieren. Noch mein passendes Profil aus. Giants 8, aber das macht nichts. Ist ja das gleiche. 8-Bit, das Dithering mache ich raus. Wenn man sonst so komische, in der Normal so komische Pixel drin hat, sieht dann unschön aus. Ach, dieses Ordnergewächs ist immer am schlimmsten bei ganzen Gemotte. Ordner auswählen. Liste der Supporter Normal Specular. Exportieren. Ausgabeverzeichnis öffnen. Ich gehe dann immer gleich. Sieht ja eigentlich gar nicht mal schlecht aus, die Normal. Also werden wir die verwenden. Mache ich das gleich mal Photoshop auf. Und mal kleiner.
Also, arbeite schmeißt du mal die Kanäle. Das ist ja diese Abnutzungstextur. Das ist der Bio-Kanal. Braucht man es eigentlich bei platzierbaren Sachen nicht so extrem, aber kann man dann halt noch ein bisschen einstellen, ob es ein bisschen abgenutzt aussieht oder nicht. Meistens mache ich noch einen Filter drüber hier. Dass es ein bisschen ordentlicher aussieht. So, weiter geht's. Jetzt speichern wir es einfach als DDS. Kopie speichern. Und das ist unser Hauptverzeichnis rein, wenn das Modell exportiert wird. Gibt es keine Probleme mit dem Faden. Speichern. BC1. Ich mache mal heiß. Mipmaps. Alles okay. Speichern. Das gleiche mache ich jetzt mit der Specular. Speichern. Safe. Sind wir eigentlich soweit schon. Texturen fertig. So, jetzt können wir hier weitermachen. Ich lasse mal das Originale unberührt. Verstecke mir jetzt die Gruppe. Hole mir jetzt alles wieder raus. Ich mag. Na komm. Raus aus der Gruppe weg. So. Werde ich mir erstmal bei das zweite UV-Set hier drauflegen. Manchmal braucht man das, manchmal auch nicht. Ich mache es einfach mal mit drauf. Das ist ja kein Brot. Jetzt weiß ich ein neues Material zu. Ich nehme mal Fong und nenne das Ganze einfach MKK 250 Matt. Jetzt lege ich mir meine Normal Map drauf, die ich zuvor generiert hatte. Sieht man gleich mal als Vorschau. Die Specular kommt auch noch drauf. So. Jetzt geht's ans Eingemachte. Dazu nehme ich wieder einen UV-Editor. Da ich über Vehicle-Shader alles gemacht habe, muss ich jetzt alles verschieben. Ich nehme das mal die Hauptbasis, das wird ein Material. Kommt hier rein. Das Cover auch mit. So, jetzt müssen wir einen Überblick behalten. Jetzt weiß ich von gestern schon gar nicht mehr, was was ist. Aber das können wir uns ja auch so. Okay, eine Metallplatte. Hierbei ist zu beachten, dass wir das immer nur mit Cursor-Tasten ins nächste UV schieben. Sonst nichts mehr passt. Machen wir mal als zweite Color-Matte, das Metall. Ich weiß, hier oben gibt es noch andere Color-Mattes fest zugewiesen, aber ich mache das lieber gerne so, weil ich manchmal am Ende nicht mehr weiß, ändere ich das nochmal oder nicht. So, hier ist schon mal der Griff. Haben wir natürlich Mist gemacht beim Griff, sehe ich gerade. Okay, das macht doch nichts. Ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Das wird Plastik werden. Machen wir unsere Colorma 2 als Plastik. So, hier hat man das ordentlich gemacht. Plastik war das.
Oh, das ist Metall. Kommt hierher. Der Mixer und das Messer kommt ein anderes Metall. So, jetzt müssen wir noch mal schauen, was hier was ist. Lege ich gerade. Ist das? Ach, die kleinen Teile, okay. Okay. Das hier sind diese kleinen Teile. Diese hier. Die andere Metallsorte machen, also so. Das hier sind die Scharniere. Machen wir die aus Edelstahl, wie den Deckel, oder nehmen wir die ein anderes Metall. Ich denke mal, wir lassen das so beim Deckel mit. Dieser kleine Bolzen soll aber noch anderes Material werden. Ach, der ist schon drüben. Okay. Jetzt schauen wir mal. Was wollen wir noch machen? Das hier. Das ist das komplette Ding. Dem werden wir natürlich auch ein anderes Metall geben. So. Das war's eigentlich schon fast. Jawohl, das war's eigentlich schon. Moment, kurze Pause. Sorry für die Unterbrechung. Kind hat gerade angerufen. Bei Kindern sollte man immer dran gehen, weil man nie weiß, was los ist. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt, über das schlechte Mikrofon, ob das Handy geklingelt hat. So, wir sind jetzt. Das haben wir. Das Edelstahl, das Edelstahl. Eigentlich könnten wir es mal probieren. Wir werden das jetzt mal exportieren und uns im GEMA anschauen, wie es aussieht. Nur erstmal als Test. Ich speichere erstmal. Rufen wir unser Giants Exporter auf. Wir könnten ja eigentlich gleich was machen. Objektwahl. Material. Wir könnten eigentlich gleich. Shader hinzufügen. Jetzt habe ich Mist gebaut, oder? Nee, geht. Oh, okay. Wir nehmen den Vehikelschäder. Wollten wir nehmen. Color Mask. Das. Am Ende ist eigentlich egal, was wir hier anhaken. Ist sowieso alles drin. Ist eigentlich egal. Mach mal Apply. So. Quatsch. So. File Location. Hierher. Wir nennen das MKK250. So heißt dann unsere i3D. Ich mache einfach mal Export Selected. Es ist jetzt nur mal zum Testen, damit man sieht, wie das überhaupt alles aussieht. MKK. Drucken wir mal auf. Ja, okay. Das sehen wir schon, dass es schon mal ganz gut aussieht. Erstellen. Machen wir mal ein bisschen Licht. Das funktioniert natürlich noch alles nicht mit der Klappe, weil der Nullpunkt, wie ihr seht, hier ist. Das müssen wir noch alles noch auf die Nulltransformation schieben, damit es dann alles ordentlich sich bewegt. Aber wir können jetzt schon mal anfangen, einfach mal gucken, ob wir Fehler bei den UVs gemacht haben.
Dort unser Kessel. Edelstahl war 4. Nee, 4 nicht. Was war Edelstahl? 3. Ich nehme gern die 8. Sieht immer am schönsten aus, die 8. So, das war unsere andere Metallplatte. Ich nehme zwar jetzt mal die 8. Wir könnten sie ja ein bisschen dunkler machen. 05. 05. Da hat man das gleiche Metall plus etwas dunkler. So, das waren die Griffe. Wir nehmen mal schwarz, machen wir 005. Ist nicht ganz schwarz, aber okay, das Material müsste. Das sieht man jetzt hier. Ich nicht ordentlich das gemacht habe, die Nähte zusammengefügt habe, das ist etwas anders aussieht. Aber das ist jetzt egal, weil das sollte so reichen. Ich glaube, die 5 war Plastik. Nee, das war Gummi. Die 6 war, glaube ich, Plastik. Das sieht ganz gut aus. Können wir so lassen. So. Das war ja der Mixer. Halt, falsch. Den Mixer könnten wir eigentlich so ein bisschen machen. So. Das könnte man eigentlich so machen. Das sieht das Ganze doch schon mal sehr okay aus, würde ich sagen. So, der Mixer. Okay. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Das ist jetzt auch nur einfach ein kleines Modell, was nicht viel aussagen muss, aber okay. Speichern brauchen wir jetzt nicht. Doch, wir können speichern. Ihr müsst ja die Materialien dann behalten. So. Jetzt gehen wir wieder in unser Maya rein. Jetzt müssen wir die ganzen beweglichen Hebel friesen auf 0. So verstecke ich mir einfach erstmal alles. So. Center Pivot. Gibt es mal eine schöne Funktion. Alles auf 0 bekommt. Zumindest was Symmetrisches. Geht jetzt beim Deckel natürlich nicht so einfach. Das muss ich jetzt von Hand ein bisschen. Von Hand ein bisschen verschieben. Zumindest kann ich diesen Nullpunkt schon mal wählen. Natürlich nicht so einfach, weil man alles frei schnauzt und ein bisschen macht. In Maya ist zwar jetzt noch dieser Nullpunkt hier, den könnte man jetzt eigentlich noch verschieben hier hinten hin. Aber das erspare ich mir, weil der Giant Exporter die sowieso macht, da versetzt. Der Nullpunkt wirklich ist beim Exportieren. Müssen wir das Ganze hier drin auch noch friesen. So, das wird jetzt mit okay. So, jetzt kommt noch schwieriger. Ich denke mal, ja, das ist schon gefriest. Okay.
Egal, machen wir es mal grob. Das war ein Satz mit X. Okay. Jetzt kann es natürlich passieren, wenn das schief ist. Habe einen kleinen Fehler gemacht am Anfang. Ich hätte es einfach gerade machen sollen, dann drehen sollen. Na gut, leicht schief ist es noch. Könnte passieren, dass es dann etwas, aber wie immer, dass es wieder gerade bekommen. Ist nicht so einfach. Egal. Modifi-Freeze Transformation. Jetzt werden wir uns den Mixer, den Cutter, Cover, das Cover nochmal extra exportieren. Ich nehme das dann einfach fort, ist ja egal. So. Jetzt kann es nämlich vorkommen, weil wir das Material schon festgelegt haben, dass, ah, und schon wieder Ordner wechseln. Das ist halt immer das Nervigste am Modden. Das ganze Ordnergewechsel. Part. Okay, hat er nicht gemacht. Egal. Manchmal hat man das Glück und die Teile haben schon das gleiche Material. Man könnte aber jetzt auch ein bisschen tricksen, ohne dass wir das nochmal einstellen müssen. Mache ich das mal zu. Gehe in mein Notepad ⁇ tausche einfach. Ich könnte jetzt Material tauschen oder die Shapes. Ich mache es mal über die Shapes. Der Mixer hat Shape 6. Der Bottom Cutter hat 7, 8. Das Cover hat 9. Kann es natürlich passieren, dass die alle nicht mehr an Ort und Stelle sind, andere Koordinaten haben, geht natürlich der Spaß wieder los. So. Geht das nicht? So. Das ist unser Hauptgerät. So. Ziehen wir den Mixer rein. Cutter. Das Cover. Das. Das eigentlich Wurst. Jetzt versuche ich den Mixer anzupassen. Zum Glück habe ich hier die Schattentextur noch drin. Das macht es ein bisschen leichter. Das ist die Ambient Occlusion in der Specular. So, hier sehen wir, dass wir noch ein Stück höher müssen. So, könnte jetzt passieren, dass der Mixer, der Cutter, wenn ich ihn jetzt die gleiche Position setze, passt so. Okay, passt ungefähr. Ich glaube, wir sind aber noch nicht so ganz. Ganz wichtig ist eigentlich auch Rigid Body raus. Das sehen wir für eine Clip-Distanz, ist doch schon ein größeres, komplexeres Modell.
Es würden 10 reichen, das sieht man ja von außen sowieso nicht. Hier dasselbe. 10. Ticket Body raus. Bisschen schöner benennen. Das Cover auch raus. Schauen wir mal, ob das passen wird da. Müssen wir natürlich das noch ins Cover reinmachen. Weil der Hebel soll sich schon mit dem Cover mitbewegen. Mal schon mal probieren, ob hier das sich ordentlich bewegt. Okay, lässt sich bewegen. Das Cover, such mal. Schön. Okay. Da wäre es das eigentlich schon fast. Optimierung machen wir dann später noch. So ist erstmal die Basis geschaffen. Im nächsten Teil werden wir dann das alles mal in Game bringen. Bis später dann.